Okay. Thank you very much for the invitation. But I prepared a little speech, but I have to read it because a lot of stuff in. And Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist schön, dass man sich im Rahmen der United Nations dem Bereich von Menschen mit Behinderungen angenommen hat. Den Nachnamen meiner Familie verdanken wir der Hochzeit einer meiner Vorfahren mit der Fürstin Maria Switowska, der Tochter des Fürsten Switowski von Galizien und einer russischen Fürstin. Über meine Mutter sind wir mit dem Haus Romanow verwandt, einer der Gründe, warum wir Russland mögen. Ich bin Vater einer Tochter mit Down-Syndrom oder auch Trisomie 21 genannt und kann deshalb aus unserem gemeinsamen Alltag berichten. Natürlich wissen wir, dass Behinderung nicht gleich Behinderung ist und dass die Betroffenen unterschiedlich behandelt werden. Der bisher kerngesunde Motorradfahrer ist nach seinem Unfall eventuell geistig retardiert und damit plötzlich auch geistig behindert. Wir können also alle von diesem Thema betroffen sein. Ich möchte Ihnen den Abend nicht verderben, aber der Alltag für meine Tochter, die mit mir in Deutschland lebt, sieht im Telegrammstil etwa so aus. Ob heute ein Kind mit Behinderung zur Welt kommt, soll per Gesetz geregelt werden. Es handelt sich also um Entscheidungen, reduziert auf die Materie, den Körper. Diese Gesetze beziehen das Leben nicht mit ein. Die Schulsysteme, in denen Normkinder und Behinderte zusammen lernen, sind politische Modelle, die bei meinen Kindern versagt haben. Was für den einen zu schnell ist, ist für den anderen zu langsam. Seit der Ausbildung meiner Tochter in einem durch die Verwaltung zugelassenen Verein, der also privat geführt wurde, hat sie Berufsverbot, weil sie angeblich nicht versicherbar ist. In meiner Firma darf ich sie nicht beschäftigen. Die staatlichen Unterstützungen für die Inanspruchnahme von Fremdhilfe pro Jahr, wenn zum Beispiel die Betreuung ausgefallen ist, deckt nicht einmal die Kosten für einen Monat. Die staatlichen Zwangsabgaben für die Rundfunkgebühr meiner Tochter sollten durch die Stadt Frankfurt in Höhe von 800 Euro und nun aktuell 612 Euro vom Gerichtsvollzieher beigetrieben werden. Meine Tochter ist von diesen Abgaben eigentlich befreit. Gut. Da wir aber zusammen leben, soll also die GEZ-Zwangsabgabe von mir geleistet werden. Also hat die Befreiung meiner Tochter keine Auswirkungen auf den gemeinsamen Haushalt. Neulich hatte ich einen Gerichtstermin als Zeuge, den ich wegen dem Ausfall der Betreuung meiner Tochter absagen musste. Dafür wurde ich mit 65 Euro vom Gericht bestraft. Nun gut, wir wissen, dass Gerichte Firmen sind und Umsatz machen müssen. Wenn ich meiner Tochter etwas vererben möchte und bis dahin keine korrekte testamentarische Verfügung getroffen habe, geht mein Vermögen an den Staat, obwohl ihr Bruder und die Familie noch da sind. Meine Tochter ist übergewichtig und schlecht zu Fuß. Ich bekomme aber keine Parkberechtigung für das Auto, um sie näher an das Ziel zu bringen. Viele Eltern haben ihre Kinder in Heime gebracht, da sie die negativen Blicke, Beleidigungen und das Unverständnis ihrer Mitmenschen nicht ertragen haben. Sie sehen, es gibt noch viel zu tun. Nun etwas Politik. Deutschland, das 1990 durch Außenminister Genscher bei der UN abgemeldet und wieder als Germany und als Lizenznehmer bei der UN angemeldet wurde, sollte deshalb die Unterstützung der UN zu unserem Thema haben. Germany ist kein völkerrechtlich souveräner Staat, denn es ist noch immer in der UN-Charta als Feindstaat eingetragen und hat keine Verfassung.
sondern noch immer das Grundgesetz aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, das als Verwaltungsordnung für das vereinte Wirtschaftsgebiet Deutschland durch die Alliierten geschrieben wurde. Wenn heute von der Souveränität Germanys gesprochen wird, so ist die Rede von der wirtschaftlichen Souveränität in dem vereinten Wirtschaftsgebiet der Alliierten. Meine Damen und Herren, nach meinem Verständnis gilt eine Besatzungszeit nach der Haager Landkriegsordnung zwischen 50 und 60 Jahre. Heute sind wir im Jahr 74 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und ohne Friedensvertrag. Im Handelsrecht, also auch in dem vereinten Wirtschaftsgebiet Germany, wird der Mensch als Sache behandelt und nicht als beseeltes göttliches Wesen. Eine Sache, ein Kollateral, hat keinerlei Grundrechte. Vielleicht wird nun deutlich, warum Menschen wie Sachen behandelt werden und auch die Gerichte in Sachen XYZ verhandeln und nicht den Menschen selbst ansprechen. Das Wappen unserer Familie ist mit weiteren Wappen der Gliedstaaten des Deutschen Kaiserreichs im Deutschen Reichstag zu sehen. Zu dieser Zeit, bis 1918, war der Mensch nach dem damals gültigen Gesetz noch Mensch und keine Sache. Vielleicht sollte man diese völkerrechtlichen Strukturen wieder aktivieren. Was meinen Sie? Das ist recht einfach. Da das Deutsche Reich völkerrechtlich und höchstrichterlich festgestellt nicht untergegangen ist, bedarf es nur einer Verwaltungsstruktur, um den Deutschen wieder eine Verfassung zu geben und um Friedensverträge abschließen zu können. Es würde mich sehr freuen, wenn es mir gelungen ist, Sie zu den Begrifflichkeiten Mensch oder Sache zu sensibilisieren. Danke, dass Sie mir zugehört haben.